Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Making-of. Wir von Team Dunkellicht waren in Stuttgart für das Startup Polsterando unterwegs und haben ein Werbevideo, was dann bei Facebook und ähnlichen Seiten laufen soll, produziert. Dadurch hatten wir zwei professionelle Kameramänner dabei. Das hat den Aufwand auf jeden Fall deutlich erleichtert. Du kommst hier und dann machen wir einen Cut, wie sie ihm einfach nur zeigt, da ist das Sofa, und dann geht er schon rüber und dann kommt der Cut, wie er zum Sofa geht. Ja, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte angekommen. Ja, wird hoffentlich genauso produktiv weitergehen. Läuft ganz gut, ja. Willst du noch mehr dazu sagen? Schwenk am Ende. Läuft ganz gut. Willst du noch mehr dazu sagen? Ja. Und du? Das Ganze war schon von Beginn an recht komplex gehalten, da es losging mit der Schwierigkeit, eine richtige Location zu finden, die unserem Drehbuch gerecht wurde, den richtigen Cast zu finden. Das Ganze war sehr stressig und dafür kann man sagen, sind wir am Ende echt positiv überrascht gewesen, wie super alles funktioniert hat, was für einen super Cast wir hatten, wie gut die Location am Ende funktioniert hat und wie gut wir in einem Team, was vorher noch nie so zusammengearbeitet hat, zusammen kooperiert haben. Du fragst mal, ist alles zu ihrer Zufriedenheit, du sagst, es ist super gelaufen, dann verabschiedet er sich und ihr geht gemeinsam aus dem Bild, du begleitest ihn quasi wieder zur Tür. Es war ein langer Tag. Wir sind jetzt am Abbauen. Es ist jetzt 6:30. Wir sind ungefähr 3 Stunden über unserem eigentlichen Zeitbudget. Aber am Ende ist man einfach nur froh, es geschafft zu haben. Feierabend! Ja.